1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, Freunde und Freundinnen, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, wie immer eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu. Dann wählt die bekannte Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mich an unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Marlene. Und Marlene ist, wie alt ist sie? 23. Hallo Marlene. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Ein bisschen aufgeregt. Ja, das ist ganz normal. Ich bin super glücklich, dass ich bei dir durchgekommen bin. Schön, das freut mich. Und ich wollte dir auch sagen, dass ich großer Fan bin von dir und dich ganz oft nachts sehe. Dankeschön. Ja. Sehr nett. Also eigentlich habe ich ein ganz schönes Thema, weil mein Thema ist die Liebe. Die Liebe? Ja. Das ist schön. Man redet gerne über die Liebe. Ja, und eigentlich bin ich auch der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Ich habe es doch in der Stimme schon gehört. Weil ich nämlich jemanden ganz, ganz furchtbar liebe. Und weil ich auch, glaube ich, ganz doll geliebt werde. Aber es gibt da ein ziemliches Problem. Achso, es gibt doch ein Aber. Ja, natürlich, es gibt ein Aber, sonst würde ich jetzt nicht anrufen. Wobei es ja auch mal schön ist, über was Positives zu reden. Aber wo ist das Aber? Was ist das Aber? Das Aber ist, ich sag mal, ich passe da in so ein typisches Klischee rein. Leider. Da der Mann, den ich so sehr liebe, leider verheiratet ist. Ich weiß, es ist immer wieder die gleiche Leier, oder? Mann, das hörst du doch bestimmt so oft. Ja, wirklich ganz oft. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, das subjektive Gefühl, gut, Gefühl ist immer subjektiv, dass das so in der letzten Zeit schlimmer geworden ist, als denn noch vor ein paar Jahren. Verliebt ihr euch mehr in liierte Leute? Oder was ist da los draußen? Ich habe mich ja nicht in einen liierten Mann verliebt, sondern einfach in diesen Menschen verliebt. Verstehe. So, jetzt sag mir mal, das wie lange... kann man nicht immer so beeinflussen. Nee, natürlich nicht. Ich weiß. Wie lange seid ihr denn jetzt schon am Turteln? Am Turteln sind wir jetzt seit einem Jahr. Ach schon, ein Jahr. Genau, ein Jahr. So, und er hat eine Frau. Ja, er hat eine Frau und zwei Kinder. Wie alt ist er? Er ist 36. Und die Kinder sind noch relativ klein, also die sind 3 und 9. 3 und 9. Wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt, wir arbeiten zusammen. Achso, und jetzt im Moment auch immer noch? Auch immer noch, das heißt, sehr praktisch, ihr seht euch jeden Tag? Wir sehen uns fast jeden Tag. Ist das eine komplett geheime Beziehung? Das heißt, in der Arbeit weiß auch keiner davon Bescheid? Nein, auf gar keinen Fall. Wer weiß denn davon, außer jetzt einige hunderttausend, nein, natürlich nicht, Scherz. Wer weiß in deinem Umfeld darum? In meinem Umfeld, meine Mutter weiß davon. Keine beste Freundin oder sowas? Nein. Und er hält es auch ganz geheim in seiner Umgebung? Ja, muss er auf jeden Fall. Gut, es gibt noch ein weiteres Problem, nicht nur die Tatsache, dass er verheiratet ist, was ja an sich schon das größte Problem ist. Ja. Es gibt noch ein kulturelles Problem. Und zwar in der Hinsicht, als dass er Moslem ist. Ja. Er ist Araber und also meine Mutter hat am Anfang, als sie das gehört hat, hat sie gesagt, oh Gott, Kind. Also sie hat wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wie kannst du nur? Und obwohl sie eigentlich ein sehr offener Mensch ist und sie sich auch freut, wenn ich glücklich bin, aber... Habt ihr denn dieses kulturelle Problem untereinander auch oder ist das nur... Teilweise, ja. Und woran macht sich das fest? Das macht sich, ja gut, es ist immer so leicht zu sagen, die Mentalität dieser Männer, die ist halt anders und... Kann man, glaube ich, sagen, jeder von uns hat ja irgendwie eine Mentalität. Wo merkst du das? Wo ist die Mentalität anders? An welchen Punkten spürst du das? Ja, das spüre ich halt in erster Linie, was Ehr- und Wertvorstellungen betrifft, was teilweise auch, also er ist teilweise auch sehr konservativ. Sag dafür mal ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn wir manchmal, was wirklich selten vorkommt, mal zusammen rausgehen. Man muss ja immer aufpassen, dass man nicht gesehen wird, aber er lässt mich nie bezahlen. Ich meine, gut, das kann man jetzt auch als Vorteil sehen, ja. Aber du bist eine emanzipierte junge Frau und würdest sagen, natürlich, das bin ich. Ich will auch schon mal zahlen. Das ist, ich möchte ihn ja auch mal einladen. Stichwort Mentalität, hat ja auch ein für dich bisweilen vielleicht etwas befremdliches Frauenbild, dass du dich damit auch nicht so ganz anfreunden kannst?
Mitunter ja. Mhm. Also ich meine, er ist schon sehr ehrlich zu mir und das ja. finde ich auch total gut, denn sonst würde das mit uns ja auch nicht so jetzt schon seit so langer Zeit gehen. Eigentlich definieren wir selber unsere Beziehung so, als dass wir sagen, wir sind die besten Freunde. Also ich sage auch, er ist mein bester Freund und wir schlafen halt miteinander. Ja. Okay, naja, und nebenbei so, liebe ich ihn auch noch. Ich würde sagen, so einfach ist es eben nicht. Nein, ne? Es ist nicht so einfach. Ich dachte am Anfang, es wäre so einfach. Ist für ihn jetzt, ich meine, du bist jetzt in einer Sonderrolle, weil du eine Geliebte bist. Ja, wenn du jetzt seine Frau wärst oder seine feste Partnerin, ist eine Frau ein gleichberechtigter Partner neben ihm? Ja, doch. Doch. So schätze ich ihn schon. Das schon, aber bezahlen darf die Frau dann doch nicht. Nee. Na gut, wenn es nur das ist, ist es ja auch okay. Ja. So, jetzt geht das ein Jahr so. Ja. Du sagst, ich bin wahnsinnig glücklich. Glücklich eigentlich nicht, aber wahnsinnig verliebt. Ich bin nach wie vor wahnsinnig verliebt. Und ich höre das auch in deiner Stimme. Ja, aber ich habe halt im Moment, merke ich, dass die Luft dünner wird. Mhm. Ich merke, dass es... Wie stellt er denn die ganze Situation dar? Will er das immer so weiterlaufen lassen oder stellt er in Aussicht, dass er eventuell ganz doch zu dir kommt? Jung, er macht es sich ziemlich einfach, weil er eigentlich mir den schwarzen Peter zuschiebt, indem er mir die Entscheidung überlässt, wie das mit uns weitergeht. Also er sagt zwar klipp und klar zu mir, dass er mich auch liebt, das glaube ich ihm auch. Aber nach dem Motto, wenn du es nicht mehr aushältst, dann geh. Dann können wir es ja auch beenden, so ungefähr. Ist aber nicht nett. Also gut, jetzt ganz so hart hat er es nicht formuliert, aber er hat gesagt, wir haben ehrlich angefangen und ja, aber das heißt, wir auch ehrlich aufhören, wenn es mal nicht mehr geht. Das heißt ja im Klartext, er wird sein Leben nicht verändern. Ich weiß es nicht. Wie ist denn die Ehe zwischen den beiden? Schlecht. Mhm. Also ich sag mal so, ich möchte ihn auch nicht unter Druck setzen, weil die Probleme, die hat er zu Hause. So zu Hause hat er eh schon die schlechten Zeiten und mit mir, da hat er die guten Zeiten. Ja, klar. So, wenn wir zusammen sind, ist er glücklich und ich bin der glücklichste Mensch, wenn ich sehe, dass er glücklich ist. Ja, aber du machst dir da auch ein bisschen was vor, so ganz glücklich bist du ja eben nicht. Du hast gerade auch schon zu mir gesagt, die Luft wird dünner irgendwie. Und ja, natürlich. Das verstehe ich auch. Nach einem Jahr... ist man da auch ein bisschen, liegen die Nerven vielleicht auch ein bisschen blank schon? Oder bei mir liegen die Nerven auf jeden Fall blank. Ja. Das merke ich. Ich versuche zwar immer ausgeglichen zu sein und der ruhende Punkt zu bleiben, aber... Und ich muss dir sagen, das finde ich ziemlich krass, wenn er sagt, das liegt bei dir, die Entscheidung. Das finde ich arm, ehrlich gesagt. Das alles zu dir hin zu delegieren, und das bedeutet ja letztendlich auch, nur wenn du sagst, du gehst, dann ist ihm das auch egal. Er nimmt es dann so hin. Er kämpft darum nicht. Nein, er kämpft nicht darum, aber egal, wer es ihm macht. Na gut, aber er kämpft nicht darum. Er wird es nicht so zeigen. Ja, egal, aber entscheidend ist ja immer, was hinten rauskommt. Ne? Also es war so, wir waren im Sommer gemeinsam im Urlaub, jetzt dieses Jahr. Mhm. Ja, und seine Frau hat was davon mitbekommen. Ja. Ich meine, mir war das klar, dass sie das früher oder später rauskriegt. Ja. Und also, es war schon so weit, dass sie schon bei mir hier vor der Tür gestanden hat und... Ach, die hat deine Adresse rausgekriegt. Ja, ja, klar. Ja. Und die weiß, wer du bist. Geklingelt hat und alles. Ja. Also so, ich sag mal, die klassische Laufbahn, ja. Es ist eigentlich ein Klassiker, diese ganze Geschichte. Mhm. Und ich ärgere mich auch, dass ausgerechnet mir sowas passiert, weil ich eigentlich gar nicht der Typ bin, dem... Das heißt, die Frau macht ihm auch dann Druck zu Hause? Und auf jeden Fall. Aber richtig. Mhm. Okay, aber die Frau, das ist ja auch ihr gutes Recht. Das ist es auch. Ne, das ist ihr gutes Recht und er verhält sich ja nicht korrekt, das muss man ja so sehen. So verhält man sich nicht seiner Frau gegenüber. Ne? Letztendlich müsste er ganz schnell für sich eine Entscheidung treffen, entweder entscheide ich mich für Marlene und bringe meine Ehe in Ordnung, indem ich das Ganze trenne, oder ich gehe wieder zurück zu meiner Frau und belasse es die ganze Sache mit Marlene, und das war eine schöne Erfahrung. Ich kann dir nur sagen, Marlene, auch aus der Erfahrung vieler Gespräche, die ich hier geführt habe, wo es um solche Konstellationen ging, lass es nicht zu lange mit dir machen. Ich habe ja selber schon mal überlegt, ob ich so ein Ultimatum mir selbst setzen Ja, soll. Finde ich schon. Und ich finde auch, dass man ein bisschen unter Druck setzen kann in dem Fall. Also ich habe aber die Erfahrung gemacht, je mehr ich ihn unter Druck setze, umso mehr weicht er von mir. Und ja, je mehr ich ihn in Ruhe lasse, umso mehr habe ich von ihm. Glaubst du, aber nicht desto mehr entscheidet er sich für dich? Ich weiß es nicht. Ich habe die Hoffnung halt immer noch nicht so ganz aufgegeben. Ich finde, weil mein Gefühl ist, ich bin halt so ein Mensch, der sehr auf
Ich bin sehr emotionsgeladen. Ja, aber ich finde, das ist das gute Recht, wenn man jetzt in deinem Fall, wenn du sagst, okay, pass mal auf, ich verstehe, das kann man nicht von heute auf morgen alles regeln. Aber nach einem Jahr wünsche ich mir, dass bald möglichst eine Regelung gefunden wird. Ich finde, das ist dein gutes Recht, das so zu formulieren. Und wenn der zart beseitete junge Mann sich dann unter Druck gesetzt fühlt, okay, dann ist es halt ein Druck. Dann ist das aber auch ein richtiger Druck, finde ich. Mach es. Lass es nicht zu lange mit dir machen. Letztendlich bist du unglücklich dabei. Ich habe halt Angst, dass ich es bereue, wenn ich es zu schnell aufgebe. Aber bist ja schon sehr duldsam. Es ist ja schon ein ganzes Jahr hin. Du sollst auch nicht sagen, hier, pass auf, bis morgen, bis nächste Woche entscheide dich und dann ist das zu Ende. Aber du sollst jetzt ernsthafter auftreten und ihm ein Signal setzen, von dem er versteht, dass das auch verdammt ernst gemeint ist von deiner Seite. Das wäre mein Rat und mein Tipp, Marlene. Ja, ich weiß. Ich habe damit gerechnet, dass du das sagen wirst. Ja. Und ich weiß ja auch im Grunde selber, dass es so ist. Halt mich mal auf dem Laufenden per Mail. Mhm. Mail mal nochmal, bitte. Ja, es ist kein loser Spruch. Mail bitte auf jeden Fall nochmal. Vielleicht können wir auch nochmal sprechen miteinander. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Also, alles ich bin Liebe. Jetzt auf jeden Fall schon mal froh, dass ich mit jemandem darüber reden konnte. Ja, und ich hoffe, dass du für dich die richtige Entscheidung triffst. Alles Liebe. Ja, danke Jürgen. Tschüss Marlene. Ich wünsche dir noch eine schöne Nacht. Dankeschön. Tschüss. Das war aber eine sehr nette Marlene. Und dann noch so einen schönen Namen. Hier ist Jörg. Jörg ist 48 Jahre alt. Hallo Jörg. Hallo Jürgen. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, um ein nicht so schönes Thema wie gerade eben, die Liebe. Es geht hier um sexuellen Missbrauch von Kindern durch einen Jugendlichen. Aha. Was ist genau die Geschichte? Also die Geschichte ist folgende, wenn ich mal ganz kurz von Anfang an erzähle. Am 29. September diesen Jahres kam die Kripo in ein Nachbarhaus hier in unserer Straße. Mhm. Mein Sohn mit seinem besten Freund, Fans von Cobra 11, dieser Krimiserie, gucken sich jedes Auto genau an, was hier reinfährt. Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn ist 10. 10, ja. So, und dann haben sie eben halt gesehen, dass das ein Fahrzeug der Kriminalpolizei war. Und haben dann natürlich neugierig, wie sie sind, auch nachgefragt, was die denn wollen. Und so mitbekommen, dass eben halt dieser Kleine, der war zu dem Zeitpunkt 5 Jahre alt, sexuell missbraucht worden ist von einem Kind. Welcher Kleine jetzt? Das ist der Nachbar, da wo die Polizei zuerst war. Ah ja. Von einem Nachbarjungen, der 14 ist. Dann kam unser Sohn hoch und fragte, was da mit dem Nachbarsohn passiert. Also das ist dann im Zuge des Polizeibesuches herausgekommen. Richtig. Ja. Dann fragte er eben, was denn mit dem Täter passiert. Und wir eben natürlich gesagt, dass der bestraft wird, weil er ja 14 ist. Dass er nicht bestraft wird? Nee, dass er bestraft werden kann. Weil er ja 14 ist. Weil er 14 ist, genau, ja. Strafmündig. Daraufhin erzählte unser Sohn uns, dass er von diesem Jungen auch missbraucht worden ist. Wir waren natürlich total geschockt. Ja. Nun haben wir hier in Elmshorn den Wendepunkt. Was ist das? Es ist ein Verein, der sich um sexuell missbrauchte Kinder kümmert. Ja. Hochkompetent. Schon seit Jahren. Also mein alter Lehrer, mit dem der mich unterrichtet hat, hat den Wendepunkt schon unterstützt. Ah ja. Da haben wir also angerufen, haben um Rat gebeten und um ein Gespräch gebeten. Naja, und bei dem ersten Gespräch kam dann raus, dass wir damit zur Polizei gehen sollten. Wir wurden auch begleitet von einer Dame vom Wendepunkt zur Polizei. Ja. Da hat unser Sohn dann eine Aussage gemacht auf Video. Wie oft hat dieser 14-jährige Junge das getan bei deinem das Sohn? Weiß ich nicht. Mehrfach. Mehrfach. War der 14-jährige Junge da auch schon 14, als er das getan hat bei deinem Sohn? Das ist also in den Sommerferien passiert. Und zwar muss das in der Zeit ab dem 17., ich weiß jetzt nicht, wann die Sommerferien waren, also in den ersten 3 Wochen, nicht in den letzten 3 Wochen der Sommerferien, weil unser Sohn in den ersten 3 Wochen noch mit seinem besten Freund hier gespielt hat immer. Und der fährt in der zweiten Sommerferienhälfte mit seinen Eltern grundsätzlich immer auf die Ostsee zum Segeln. So, und da war er hier alleine. So, und der Täter ist Anfang Juli 14 geworden, am 4. Ach so. Was heißt jetzt genau sexuell missbraucht? Was hat er mit zum Beispiel jetzt deinem Sohn gemacht? Er hat mit meinem Sohn erst den Finger in den Po gesteckt und so wie er uns jetzt im Laufe der Zeit nachher jetzt, wie das so nachher, er hat uns ja zu Anfang nicht alles erzählt,
was er uns jetzt nachher noch erzählt hat, dass er das auch mit dem Penis gemacht hat. Mhm. Und dass der immer steifer und dass auch Flüssigkeit rausgelaufen ist. Mhm. So. So, das ist jetzt eine sehr, sehr schwierige und auch ungewöhnliche Situation. Richtig. Dass es eben ein Kind, ein auch noch Kind, einem anderen Kind angetan hat. Richtig. Wie laufen jetzt die Ermittlungen? Ja, das ist ja eben halt mein Problem, was ich habe. Das Problem ist, also wir haben am 14.10. hat unser Sohn bei der Polizei ausgesagt. Mhm. Gehen wir mal davon aus, dass also die Polizei schon vom 29.09. an wusste, dass er sowas gemacht hat bei dem anderen Kind. Mhm. Das Kind war zu dem Zeitpunkt 5. Bei unserem Sohn, also der hat das am 14.10. gesagt. Mhm. Weil er Angst hatte, weil der Täter hatte ihm, oder der mutmaßliche Täter, sage ich mal vorsichtigerweise, hatte ihn also gedroht, dass er ihn abstechen wird, wenn er was sagt, unseren Sohn. Mhm. Dem mhm. anderen Kind soll er denn schöne Geschenke versprochen haben. Mhm. Wo ist denn der Junge jetzt? Der läuft frei rum. Der läuft frei rum. Richtig. Und das heißt, dass dein Junge auch jetzt Angst hat? Richtig. Mhm. Was sagt die Polizei denn? Wie wird man denn da verfahren? Der Täter ist am 20.11. verhört worden von der Polizei. Mhm. Dann wurde er am 21.11. oder zum 21.11. Haftbefehl erlassen. Am 21.10. Ist doch egal, die ganzen Daten tun gar nichts zur Sache. Im Moment ist er noch auf einem... 7 Tage später ist der Täter freigekommen, weil irgendein Gutachter gesagt hat, er hat den Verstand eines Elfjährigen. Ach so. Mhm. So, und er sollte freiwillig in eine Therapieeinrichtung. Mhm. Freiwillig heißt aber, wenn er sich zwei Tränen aus dem Auge drückt, dass die Mutter ihn dann rausnehmen kann. Ja. Gab es Kontakt zwischen dir zum Beispiel und den Eltern dieses Kindes? Nein. Nein. Kennst du die Eltern? So, vom Sehen, ne? Ja. Die haben mit euch aber auch keinen Kontakt aufgenommen? Nein, haben sie nicht. Mhm. Das heißt, jetzt läuft dieser Junge, der das getan hat, läuft frei rum. Richtig. Niemand unternimmt etwas. Wenn etwas unternommen werden würde sollen, müsste er das freiwillig tun. Das heißt, die Eltern müssten ihn vielleicht dahin stoßen. Richtig. Die tun es offensichtlich nicht. Nein. Also ist alles normal, so wie es vorher war. Richtig. Und dein Sohn... Außer dass eben halt, wenn dieser Junge, dieser Täter, Rasse kommt, dass man hier in einer kinderreichen Gegend, wo wirklich viele Kinder sind, die auch wirklich kindergerecht ist, mit vielen Spielplätzen, mit vielen Möglichkeiten, dass die Kinder auch spielen können. Ja. Du siehst hier, auf einmal ist die Straße leer. Mhm. Was sagen denn die Leute von der Beratungsstelle, die du gerade mehrfach genannt hast? Die sind da sicher auch erfahren mit solchen Fällen. Wir können nichts machen, weil das eben halt auf freiwilliger Basis ist. Mhm. Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht hat wohl diesen Fehler gemacht und gesagt, auf freiwilliger Basis in eine Therapieeinrichtung. Ja. Aber kann man denn nicht von Seiten, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich sage jetzt mal so ein paar Ideen, können sich ja nicht ein paar Eltern zusammenschließen, die vielleicht den Kontakt mit dem Jugendamt aufnehmen, das Jugendamt wiederum das Gespräch mit den Eltern sucht, dass dieser Junge zumindest in eine therapeutische Einrichtung geht, dass man da so ein bisschen Druck ausübt auf die Eltern. Ich weiß es nicht, weil wir finden hier keine Eltern, die mitmachen. Warum nicht? Wenn alle Kinder Angst haben und die Straßen sind leer, wie du sagst, wieso? Ich weiß es nicht. Es ist halt so, dass mit so einem Thema geht man ja nicht in die Öffentlichkeit. Mhm. Und, ja gut, aber es ist ja keine Öffentlichkeit, eure Nachbarschaft quasi. Nein, wir haben, hier war ein Reporterteam von Hamburg on Air. Mhm. Und unser Sohn ist, er ist erschreckend erwachsen geworden im Grunde genommen, hat die also zu uns geholt, hat gesagt, ich bin auch missbraucht worden. Mhm. So, und denn, somit war es an der Öffentlichkeit. Mhm. Ich bin auch der Meinung, es muss öffentlich gemacht werden. Ja, aber dabei darf es nicht bleiben. Es muss ja irgendetwas geschehen. Es muss auch etwas geschehen zum Wohle dieses Jungen, der mutmaßliche Täter ist. Ne, für den muss ja auch etwas geschehen. Richtig. Und um die anderen eben auch zu schützen. Deswegen geht mir das nicht in den Sinn, dass das jetzt einfach alles so im Nichts verplätschern soll. Gibt es da keine Behörden, die aktiv werden? Gibt es da, warum können Eltern sich da nicht zusammenschließen und das Gespräch mit den Eltern des 14-jährigen Jungen suchen? Da muss doch irgendwas passieren, Mann. Also, wenn meine Frau jetzt hier zum Zigarettenautomat geht, wir müssen also grundsätzlich an dem Haus vorbei und wenn der 14-Jährige mit seinem Vater draußen Fußball spielt und anfängt zu pöbeln, dann steht der Vater bei und grenzt. Mhm. Also, weißt du, wenn die Situation so verfahren ist, wenn das so schlimm ist, wenn da gar nichts passiert.
Ja, ich weiß nicht, also ich habe gestern gehört, dass also das Jugendamt und die Jugendgerichtshilfe wohl am nächste Woche sich wohl zusammensetzen wollen, um da jetzt irgendwo einen Therapieplatz oder so eine Art Internatsplatz zu suchen oder zu bestimmen. Offiziell weiß ich es nicht, das sind alles nur inoffizielle Informationen, die ich habe. Ne? Es hörte sich gerade so an, als wäre das jetzt definitiv so eingetötet, dass gar nichts passiert. Also da ist irgendwas doch in der Mache. Es scheint was in der Mache zu sein, bloß wie gesagt, wir hören nichts, wir sehen nichts. Für uns ist es so, als wenn nichts passiert. Ne? Also ich möchte zwei Sachen sagen. Einmal möchte ich die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass da was passiert, um die Kinder zu schützen, die bei euch da wohnen. Und letztendlich auch dem Jungen zu helfen, der es gemacht hat. Und das andere würde ich ganz gerne euch fragen, die ihr zuhört und zuschaut, meldet uns doch mal, wenn ihr ähnliche Fälle erlebt habt oder mitbekommen habt. Wie gehen die Betroffenen damit um? Würde mich sehr interessieren, würde vielleicht damit dem einen oder anderen auch nochmal gerne sprechen. Oder auch dir, Jörg, dieses weiterleiten, das für dich vielleicht auch hilfreich wäre. Das wäre sehr hilfreich. Ja. Ich denke mal, dass die Täter, ja auch erwachsene Täter in Deutschland zu lasch auch bestraft werden, gerade so, wenn das jetzt um Sexualdelikte geht. Okay, dann verbleiben wir jetzt mal erstmal so. Ja. Und wenn wir eine Rückmeldung oder Rückmeldungen bekommen, wirst du informiert von uns. Ja. Dann wünsche ich alles Gute und hoffentlich... Darf ich nochmal um ein Autogramm für unseren Lücken bitten? Ja, klar. Dann legst du bitte auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Okay, tschüss. Danke, ja. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen ist Promi-Tag. Morgen kommt zu mir kein geringerer als Oliver Pocher. Ich hoffe, er ist wieder richtig fit und gesund, weil gestern hatte er eine Live-Sendung und er sagte, es ging ihm nicht so gut. Er war irgendwie ein bisschen angeschlagen, grippemäßig. Lieber Oliver, wenn du uns zuschauen solltest, werd schön gesund und fit und vital. Wir brauchen dich morgen. Also morgen mein Gast um 11:30 im WDR-Fernsehen, Oliver Pocher. Und wenn ihr mitmachen wollt und anrufen wollt und den Oliver das eine oder das andere fragen möchtet, dann könnt ihr das gerne machen. Die Telefonleitungen morgen sind eine Stunde vorher geschaltet. Die Sendung beginnt um 11:30 oder am besten ihr mailt uns heute schon unter domian@wdr.de und dann geht das alles ein bisschen einfacher und seinen Weg. Oliver Pocher morgen mein Gast. Jetzt geht's weiter mit Christina. Christina ist 20. Hallo Domian. Hallo Christina. Guten Morgen. Morgen. Um was geht's bei dir? Also mir ist da was passiert und darum suche ich jetzt jemanden. So. Ja. Was ist denn passiert? Das ist heute vor 2 Wochen passiert, also Freitag vor 2 Wochen. Mhm. Und ich war in Haltern, bin von da aus mit der Bahn nach Hause gefahren. Wo? In Haltern? Haltern am See, ja, das ist... Ah ja, wo ist das? Zwischen Münster und dem Ruhrgebiet. Ah ja, Ja, und dann wurde ich in der S-Bahn extrem belästigt von jemandem, der hat mich angefasst und versucht auch mich festzuhalten. Und, das war eigentlich schon ziemlich heftig und dann... Und waren da andere Leute in der S-Bahn? Ja, es war nicht voll, es war abends gegen 8:30. Ja. Es waren, weiß nicht, 7 Leute in der Bahn. Mhm. Ja. Dieser Täter, saß der neben dir, ist er auf dich zugekommen? Wie fing das an? Das fing so an, die Bahn stand dann noch, weiß nicht, 5 Minuten, bevor sie abfuhr. Und der setzte sich mir erst gegenüber und starrte mich an. Mhm. Und, also der war wirklich nicht bei sich. Ich glaube, der hatte irgendwie... was getrunken wohl, aber auch irgendwie ernsthafte psychische Probleme, weil... Ja. Also das war wirklich... Der hat mich nur angeguckt und ich habe schon Angst bekommen. Mhm. Und dann habe ich mich erst woanders hingesetzt. Mhm. Und dann ist er hinterhergekommen. Und dann hat er meinen Oberschenkel angefasst. Mhm. Und dann bin ich aufgestanden und weggegangen. Und der ist wieder hinterhergekommen. Ja. Dann habe ich mich woanders hingesetzt. Hast du mal irgendwas Lautes gesagt oder bist du nur immer so weggegangen? Ja, ich habe zuerst, als er mich so angeguckt hat, habe ich gesagt, ist was. Mhm. Und da hat er gar nicht reagiert und weitergestiert. Mhm. Da habe ich schon gemerkt, dass irgendwas halt nicht normal war. Aber als er dir auf die Beine gefasst hat oder an die Oberschenkel gepackt hat, hast du da bist du heftiger geworden, lauter geworden? Nein, eigentlich nicht. Mhm. Was vielleicht auch ein Fehler war, ich weiß nicht. Auf jeden Fall bin ich dann zu einer Frau gegangen und habe mich zu der gesetzt. Mhm. Weil ich dachte, da ist man dann vielleicht sicherer, wenn man schon mal zu zweit ist. Ja. Da kam er sofort wieder hinterher. Mhm. Die Frau ist sofort aufgestanden und weggegangen. Und ich habe später erfahren, dass er die halt auch vorher so angestarrt hatte, aber eben nicht angefasst. Ja. Und ich bin halt direkt auch aufgestanden und wollte hinter der Frau her, auch weg von diesem Kerl. Mhm. Und da hat er mit beiden Armen mich umfasst und versucht festzuhalten. Stand die Bahn da noch oder nein, fuhr die? Nein, die Bahn fuhr. Das die war, fuhr. Das ging eigentlich alles auch ziemlich schnell. Also die Bahn fing dann an zu fahren und dann, ja. So, jetzt hat er dich festgehalten und was geschah dann?
dann habe ich Lauthilfe gerufen. So, wir sagen, wir halten nochmal fest, du sagst, da waren noch 7 Leute in der Bahn. Ja gut, aber diesen Waggon jetzt, und der war relativ groß, also man saß da sehr verteilt und war ziemlich leer eigentlich doch. Na gut, aber wenn dann jemand um Hilfe ruft, dann müssen auch wenn es ein großer Wagen war, muss man doch... Ja, ich konnte mich ja dann freimachen. Ja. Und bin dann zu einem Mann gegangen und habe mich zu dem gesetzt und habe gesagt, Entschuldigung, mich lässt sich da einer, kann ich mich mal zu dir setzen? Also ich habe ihn konkret angesprochen. Ja, ja. Und der hat auch gesagt, ja klar und so. Und dann habe ich mich halt zu ihm gesetzt. Mhm. Und der Typ kam wieder an. Der kam wieder und wieder an, dieser Irre. Mhm. Und der, zu dem ich mich gesetzt hatte, der hat halt, er versucht, den verbal zurückzuweisen. Der hat gesagt, hau ab, was willst du denn? Lass uns doch einfach in Ruhe, wir tun ja auch nichts. Mhm. Und der ist halt immer wieder gekommen. Mhm. Naja, und dann... Wie endete das Ganze? Das endete so, dass der sich auf mich stürzen wollte. Dann ist dieser Mann dazwischen gegangen, hat sich dazwischen gestellt. Und dann hat der Irre angefangen, auf den einzuschlagen. Mhm. Und das ist in einer riesen Prügelei geendet. Ja, kamen dann noch andere Leute auch noch dazu? Nein, nee. Also dieser Irre, der ist auf den losgegangen, der hat geschlagen, getreten, gebissen, dann flogen Köpfe gegen die Scheiben. Ja. Also es war, und die anderen Leute waren immer noch, die auch irgendwie entfernter saßen, haben sich nicht eingemischt? Ja, das war eigentlich das, was mich auch ziemlich beeindruckt hat. Es waren noch 2 Männer in der Bahn, die kamen auch an und stellten sich so in 1-2 Meter Abstand und machten gar nichts. Mhm. Und dann habe ich die angesprochen. Ich habe die konkret angesprochen, also die wussten, dass sie gemeint waren. Ja. Und habe gesagt, haltet ihm nochmal die Arme fest, dann muss er sich nicht alleine mit dem so, wie endete das Ganze denn gemacht. Jetzt? Ja, während sie sich dann halt geprügelt haben, habe ich die Polizei gerufen. Mhm. Und an der nächsten Haltestelle hat der Bahnfahrer dann angehalten mhm. und ist stehen geblieben, bis die Polizei kam und ihn mitgenommen hat. Diese anderen Männer haben nichts gemacht, die daneben standen? Obwohl du sie darum gebeten hast. Ja. So, das hast du gerade am Anfang gesagt, ich suche jemanden. Ja. Wen suchst du? Den, der mir geholfen hat. Ach so, der zusammengeschlagen wurde. Nicht zusammengeschlagen, aber eben, also der hatte ein dickes blaues Auge bestimmt also am nächsten Tag. Der in die Prügelei verwickelt war dann. Ja, mhm. Weil ich mich gerne bedanken würde, weil... Ja, aber da war doch die Polizei, hat die nicht eure Daten aufgenommen? Und ja, hat die und die haben mich heute auch vernommen, ja. Also ich war da, aber die dürfen da wohl keine Daten rausgeben. Aha, aber kannst du denen nicht irgendwie sagen, hier geben sie mal meinen Brief weiter an den Mann und geht das nicht irgendwie so? Die müssen ja keine Daten rausgeben. Du kannst denen ja zum Beispiel einen Brief geben, den sie dann bitte weiterleiten. Also die haben sich sowieso ehrlich gesagt ziemlich seltsam verhalten. Die meinten sogar, ich wäre sehr naiv und zu jung oder zu lebensunerfahren, wenn ich irgendwelche Hoffnung hätte, dass da was geschieht. Weil sagst du die Polizei? Genau, weil das wäre ja in Anführungsstrichen nur eine Nötigung oder sowas. Aha. Ist auch dieser Mann, der mir halt geholfen hat, hat auch keinen Strafantrag gestellt und ohne Strafantrag wird das nicht verfolgt, die Körperverletzung, die einfache. Also eigentlich eine üble Erfahrung. Ja. Ne, generell, dass da sowas passiert ist und dass da andere Leute daneben stehen und nicht mit eingreifen. Ja. Und dass die Polizei hinterher, nachdem das passiert ist, einem dann auch noch irgendwie so wenig Mut zuspricht und sagt... Ja, ich meine, die waren nicht unfreundlich, aber das hat mich doch irgendwie beeindruckt. Also, das heißt, was die jetzt, wie die das jetzt dargestellt haben, das Ganze wird auch im Sande verlaufen, oder wie? Ja, der war vorher wohl schon mal straffällig geworden, von daher kann es sein, meinte dieser Polizeibeamte, dass der ein paar Arbeitsstunden bekommt, aber also der wird wahrscheinlich nicht weggesperrt oder so. Also wenn das nächste Mal niemand dabei ist, der Frau hilft, dann wird es wahrscheinlich eine Vergewaltigung geben. Ja. So, jetzt sagst du nochmal, die Strecke, Bahnstrecke war zwischen? Zwischen Haltern und Wuppertal. Zwischen Haltern und Wuppertal. Ja, und dieser Mann, den ich suche, der ist in Mitte ausgestiegen. So, und wenn dieser Mann uns zufälligerweise jetzt zusehen sollte, dann... Oder jemand, der ihn kennt, der sein blaues Auge gesehen hat. Also. Und die Geschichte, genau, die Geschichte. Dann möge derjenige uns doch bitte mailen. Und dann machen wir den Kontakt zwischen euch. Ja, das wäre super, weil ich möchte mich echt bedanken. Der hat schließlich wegen mir diese Natürlich. Bekommen. Wie alt war der Mann ungefähr? Jung, also ich weiß nicht, vielleicht um die 20. Ach so, ja. Okay, ich verspreche es dir, Christina, wenn dabei was rauskommt, dann erfährst du von uns was. Okay? Okay, das ist super. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir telefonieren wollt. Über welches Thema auch immer, dann ran an das Telefon oder mailt unter domian@wdr.de. Claudia, 31. Hallo, Claudia. Hallo? Ja, guten Morgen, Claudia. Ja, grüß dich. Dein Thema? Mein Thema ist, ein Thema, was mich schon seit Wochen, wenn ich Wochen sage, vielleicht auch schon Monate beschäftigt und ich keine wirkliche Antwort bekomme, ist der Analorgasmus. Ganz krass. Wird. Der was? Der was? Analorgasmus. Der Analorgasmus. Mhm. Wow, hast du aber ein heißes Thema. Ja, ich weiß. das beschäftigt dich schon seit einigen Wochen. Ja. Dich beschäftigt, was ist der Analorgasmus? Ja, das. Kriege ich den? Wie kriege ich den? Was ist da los? Und so weiter.
Ja, ob bei Mann oder Frau das Gleiche, ob es egal ist oder ob es einfach wirklich, also es soll der bessere sein, heißt es. Ja. Der bessere Orgasmus, den man sonst eigentlich beim Geschlechtsverkehr oder Oralverkehr, egal was, hat. Und ob das wirklich stimmt, ob manche nur reden und ob das wirklich beim, ob der Mann den gleichen analen Orgasmus bekommen kann oder die Frau auch oder anders. Warum beschäftigt dich jetzt dieses Thema seit einigen Wochen nun gerade so besonders? Vielleicht, ja, das weiß ich selber nicht. Ich weiß auch, warum mich das so beschäftigt. Jetzt hast du einen Partner, der plötzlich auf dieses Thema irgendwie sehr abfährt und interessiert ist, oder? Nein. Ich bin seit 3 Monaten auch Single. Ja. Und mit dem vorigen Freund hatte ich auch keinen Analorgasmus. Ja. Ich hatte meinen ersten ich denke, es war vor 10 Jahren. Und das war kein tolles Erlebnis. Also deinen ersten Analverkehr? Analverkehr, genau. Ja, und das war nichts Tolles. Und jahrelang war das dann auch so, dass man mehr davon Abstand genommen hat, sag ich mal so. Aber umso komischer, nun bist du Single und so aus ganz heiterem Himmel kommt dieses Thema auf dich hernieder und mich beschäftigen schon so einige Dinge und das habe ich jetzt zum Thema gemacht und selbst auch im Bekanntenkreis herumgefragt. So, was sagen denn die Bekannten so? Das ist total verschieden. Sag mal, so ein paar Statements. Es gibt Frauen und auch Männer, die sich noch nicht mal da in die Nähe ranlassen, manchmal Finger spielen lassen oder... Ne? Ja, ja es gibt, natürlich, es gibt schon Menschen, für die es eine absolute Tabuzone ist. Genau. Frauen und Männer, Heterosexuelle, Homosexuelle eben weniger. Aber es gibt die den Bereich der Menschen gibt es, Gruppierung. Aber es gibt halt auch die Frauen und Männer, die sich das schon gefallen lassen, das machen. Ja. Und auch verschieden, wie weit die sich mit sich gehen lassen, was sie da machen. Ja. Und bei Männern ist es halt auch ganz gibt's da ganz krasse Unterschiede. Ja. Also der eine mag total gerne. Ja. Das sind eher die wenigsten, die ich so kenne oder mit denen ich auch selber das kennengelernt habe. Ja. Und dann gibt's halt die anderen, die es nur gerne bei einer Frau machen, aber sich selber da niemals in die Nähe kommen lassen. Ja. Also... So, jetzt muss ich glaube, geht es dir jetzt generell um die theoretische Erörterung des Analorgasmus oder geht es dir darum, dass dich die Frage umtreibt, könnte ich den auch haben? Also klar, die Frage stelle ich mir selber schon. Mhm. Brauchst du erstmal den Partner, der es auch dann mit dir praktiziert, ne? Ja, ich glaube, das würde ich mit dem Partner auch nur machen, wenn volles Vertrauen da ist. Ja. Und ich glaube, dann würde ich auch erst darauf eingehen. Ja. Ja. Weil ich dann heute auch weiß, dass jeder da anders mit umgeht und der eine ist erschrocken, der andere geht da ganz locker drauf zu. Es ist halt verschieden. Mich interessiert eigentlich eher, ist er wirklich besser? Gibt es das wirklich, dass vom Gefühl her, wie, ich meine, bei der Frau gibt es ja auch diesen vaginalen Orgasmus und den durch Klitoris-Orgasmus und beides zusammen ist ja noch am besten. Mhm. Und dann heißt es ja, manche Frauen können noch nicht mal den vaginalen bekommen. Also, und jetzt gibt es auch noch diesen Analorgasmus. Ja, also ich bin so immer so ein bisschen vorsichtig mit diesem Wort Analorgasmus. Ich weiß nicht, wie es anders nennen soll. Ja, weil so klar ist das, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist absolut komplett subjektiv bei jedem Menschen verschieden. Man sagt so, dass die Jungs, die Männer mehr davon haben, weil sie eine Prostata haben und dass das ein sehr empfindliches Organ ist, dass sie mehr davon haben als die Frauen. Das wiederum aber die Männer es natürlich sehr gerne machen mit Frauen auch. Ob eine Frau ein orgasmusähnliches Gefühl beim Analverkehr hat, wage ich mal zu bezweifeln. Ich weiß es nicht. Ich habe so noch nicht gehört von einer Frau, dass es sehr schöne Gefühle auslöst und dass es auch ein durchaus erfüllende Sexualpraktik ist. Zweifellos. Aber ob das mit dem Wort Orgasmus zu bezeichnen ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Wäre ich auch vorsichtig. Also das ist ja interessant zu hören, weil ich habe gerade vor Tagen noch meine Freundin gefragt, sie meinte, sie hätte das einmal erlebt und das wäre halt viel besser und ich erzähle mir jetzt wirklich alle nur Schmarrn oder ist da jetzt wirklich was dran? Und ich glaube, dass das letztendlich eine Frage ist, dass man sich wirklich entspannt, dass man sich öffnet, auch für neue Ideen in der Sexualität und das dann für sich ausprobiert, ob das funktioniert und ob man da so empfindet. Und ich glaube, wenn man unvoreingenommen da rangeht, kann man da sicher tolle Sachen erleben und nennen wir es dann auch ruhig Orgasmus, Ach so, das ist wahrscheinlich nur ein anderes Gefühl.
Ja, wahrscheinlich was ganz anderes, was vielleicht toll ist, so ein Gefühl, was man gar nicht kennt und ja, genauso. Was man halt nicht als unangenehm empfindet, aber ja, genau. Ja gut, und deswegen reden die da so davon. Ja, und deshalb redet auch jeder anders darüber. Weil es einmal ist es eine Tabuzone, dann haben, dann haben viele, schämen sich auch, dass sie sich mit diesem Bereich beschäftigen. Eben auch heterosexuelle Männer ist es ja auch eher ein Thema, worüber man nicht so redet. Aber wenn man dann mit den Jungs mal richtig tachless redet, dann erzählen doch viele, dass sie daran interessiert sind und das auch mit ihren Freundinnen praktizieren. Ja, ja. Wie gesagt, das letzte Mal war Januar, Februar, als ich, das war halt auch jemand, der selber darauf stand und selber am liebsten, also ja, das hat ein Mann, der gerne dieses Gefühl hatte und das wollte. Ja, ja. Das sind und die, es gibt sehr viele heterosexuelle Männer, die davor zurückschrecken, richtig, weil sie denken, das sei was Schwules. Das ist aber nichts Schwules. Wie gesagt, ich frage wirklich meinen Bekanntenkreis dann immer so zusammen und man hat mir irgendwie das Thema angeschnitten, dann war ich immer so dreist, sage ich mal ehrlich, und habe eigentlich einfach gefragt. Mhm. Und diese Antworten von Dingen, die verbinden das mit Schwulen, da kommt mir keiner hinten dran und überhaupt. Ja, ja. Das verbinden die alle mit, die meisten. Ja, es ist aber absurd, weil ich habe im Bekanntenkreis einen sehr, aber wirklich, das ist ein so 190-prozentiger heterosexueller Mann, es geht nicht mehr heterosexueller, der diese Praxis mit, die Praktik mit seiner Freundin wirklich genießt, ausgiebig genießt. Mhm. Und aber es ist ein sehr lockerer Typ, aber da muss man erstmal hinkommen, da muss man sich erstmal zu entwickeln. Ja. Mensch, dann wünsche ich dir aber klar, dass du erst einen Typ triffst, wo das so geht. Also, darf ich nochmal einen fragen, Domian? Also es ist richtig, dass die Männer auf jeden Fall da einen Orgasmus, den man Orgasmus nennen kann, empfinden oder spüren oder dann bekommen. Sagen wir, dass die Männer eine sehr hohe Sensibilität aufgrund haben, ganz genau, ja, das kann man so sagen. Hm? Alles klar. So. Okay, super. Da hast du schon weitergeholfen. Ich hoffe, dass ich dir ein bisschen weitergeholfen habe und hoffe, dass du bald praktische Erfahrungen sammeln kannst. Das mache ich. Du hast mir auf jeden Fall weitergeholfen. Alles Gute. Super. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050. Dominik ist hier und Dominik ist 25. Hallo Dominik. Hallo. Ja, ich grüße dich. Und was geht's bei dir? Ich habe einen Slip-Fetisch. Was hast du? Ich habe einen Slip-Fetisch. Ein Slip-Fetisch. Genau. Das heißt, du sammelst Slips? Ja. Von Frauen? Genau. Und wo sammelst du die? Wie kommst du daran? Ja, es ist so, ich habe vor 3 Jahren, bin ich so in der Internet-Suchmaschine da drauf gestoßen. Mhm. Und ja, seitdem, also da hat es mich schon ersten Mal ziemlich interessiert, weil ich das mal ausprobieren, ja, und seitdem... Ja, was hast du da ausprobiert? Was hast du da gemacht? Ja, also ich habe mir eben so einen Slip dann bestellt. Ich meine, man muss das fragen. Einen neuen oder einen getragenen Slip? Nein, einen getragenen. Wusstest du, dass der getragen ist? Sieht man das? Riecht man das? Ja, also es ist so, dass man dazu also ein Beweisfoto kriegt und einen Brief. Ja. Die können einen nach Strich und Faden bescheißen, die Frauen, die das verkaufen, oder? Nee, eigentlich nicht. Nee? Okay, dann kam also ein Beweisfoto mit einem getragenen Slip. Wie lange hat ihn getragen? 2 Sekunden? Nein, also laut ihren Aussage und auch den anderen fangen die schon so 2 bis 3 Tage. 2 bis 3 Tage? Und war das so im Plastikverschweiß, dass da auch kein Geruch entfleuchen konnte? Ja, genau. Es war im Plastik, im Plastiktütchen. Genau. Ja. Wie teuer war das Kunstwerk? Ja, es kommt drauf an. Also jede Dame, bei der man bestellt oder so, hat einen anderen Preis dafür, ne? Na, sag mir mal so ungefähr, was zahlst du dafür? Ja, so zwischen 15 bis 25 Euro. Boah, kann man gut Geld machen. Ne? Ja. Man kauft dann bei H&M irgendwie oder bei Karstadt. Ne, bei Karstadt ist zu teuer. Bei C&A billig Unterhöschen und verkauft die dann für 25 Euro weiter. Ja. Ist ein cooles Geschäft. Wie viel hast du denn mittlerweile schon? Ja, also ich war die, also nicht alle, also ich sag mal so, wenn ich mir einen jetzt bestelle oder so, dann bin ich ungefähr 2-mal und dann schmeiß ich den weg. Ach so. Das heißt, du hast gar keine große Sammlung zu Hause? Nee. Wie viel hast du denn? Auf der Dauer dann stinken, also richtig oder so. Ja. Wie viel hast du denn schon bestellt, wenn du mal so über den Daumen peilst? Ja, schon so um die 50 ungefähr. Boah, kommt eine ganze Menge Kohle zusammen. Ja. Und hast du eine Freundin zurzeit? Nee, zurzeit nicht. Nee. Und nee, hast du das in die Hose gegangen.
Hast du das auch gemacht, während du in einer Beziehung warst? Ja, aber heimlich. Mhm. Wie lange, was habe ich gesagt, du bist 25, ne? Mhm. Genau. Wie lange, in welchem Alter bist du drauf gekommen? Das war, also wie gesagt, so vor circa 3 Jahren. Mhm. Und ja, seitdem an habe ich das auch dann gemacht. Ach so, und so früher, vorher, so in Gedanken war nichts. Das ist wirklich dann erst vor 3 Jahren dann so entstanden. Ja, wie gesagt, also wo es mich dann eben interessiert, mit das dann nochmal auszuprobieren, wo ich das dann eben gesehen hatte. Genau, mit der Suchmaschine. Genau. Du bekommst dann dieses Päckchen, wo der Slip drin ist. Ja. Beschreib mir mal dein Gefühl, wenn du dann das Päckchen in der Hand hast. Ja, ziemlich kribbelig. Mhm. Mhm. Und was passiert dann? Ja, also dann packe ich den aus. In großer Aufregung? Ja. Und Erwartung? Ja. Ja, und dann? Ja, also, und dann versuche ich mir dann eben vorzustellen und beziehungsweise mit dem Foto, beziehungsweise was die Frau dann eben damit gemacht hat. Ja, und das endet wahrscheinlich dann in einer Selbstbefriedigungsgeschichte. Ja, genau. Ja. Bevorzugst du besondere? Magst du die schwarzen gerne oder die roten? Oder gibt es irgendeine Sorte, die du gerne, sehr gerne hast? Ja, also man sieht die Frau ja in dem Internet, die sich das vorstellt. Ja. So, und also es kommt ganz drauf an, wie diejenige dann aussieht, ne? Nee, ich meine die Slips, ob du da besondere Vorstellungen hast. Ach so, nicht von die Frage. Farbe her. Ja, genau. Ja. Ach so, weiß, rot kann es auch sein, ja, oder so. Ja, und von der Form her ist es auch egal, ob es nun, weiß ich jetzt, ganz, ganz eng geschnitten ist oder ein bisschen. Ja, String oder so, ne? Oder? String, ja. Ja, kann es auch sein. Kann es auch sein. Ist das nicht ein bisschen eklig, wenn die 3 Tage angehabt haben? Aber dich macht das geil. Nee, also eklig finde ich das nicht. Weiß ich nicht. Ist dir auch schon mal was geschickt worden, wo du gesagt hast, boah, nee, also so muss es nun nicht sein? Ja. Ja? Kannst du das erzählen oder ist es zu ekelhaft? Ja, schon. Schon zu ekelhaft. Ist schon zu ekelhaft. Ist zu ekelhaft. Da hast du gesagt, nee, komm, gleich in den Müll damit oder so. Ja, also, wie gesagt, also ein bisschen gehen muss schon sein. Ja. So, schwierig ist das ja, wenn du in einer Beziehung bist, ne, das dann heimlich zu machen. Das ist ja dann. Ja. Irgendwie, ja, das ist nicht Fremdgehen direkt, aber es ist irgendwie so ein bisschen komisch, ne, dass man das dann heimlich macht. Aber mir ist das sowieso ein bisschen schwierig mit Freunden, von daher. Ehrlich? Warum ist das schwierig? Ja, ich arbeite in der Gastronomie, ich bin Koch vom Beruf. Ja. Und, da die richtige Partnerin überhaupt zu finden, das ist schon. Ach so, schwer. Wegen des Berufes, weil du. Ja, das habe ich schon versucht und das ist auch schon ziemlich erst in die Hose gegangen. Du musst dich in eine Köchin verlieben. Das ist es. Die möglichst auch noch bei dir in der Küche arbeitet, das wäre das Optimale. Sammelst du, wenn du mit Frauen zusammen bist, stibitzt du denen heimlich dann auch ihre Unterhosen? Nee. Das nicht? Nee. Das, nee, sagt er, nee, das mache ich nicht. Es müssen anonyme Slips sein. Ja, genau, und vor allen Dingen denke ich mir auch, dass das der Reiz ist, dass es auch dann fremde Frauen sind, die man dann nicht kennt. Ne? Verstehe. Hm. Tja, dann hoffe ich, dass du nicht allzu oft das Zeug in den Müll werfen musst, dass nicht sowas passiert, wie du es gerade angedeutet hast. Hm. Und aber das ist ja so ein Fetisch, da kann man mit leben, ne? Ist ja nicht irgendwie problematisch für dich oder so. Nö, ne? Nee. Nö. Jedermann hat, beziehungsweise einige Leute haben ihren Fetisch, ne? Genau, so ist das. Und deine sind nun mal die getragenen Slips. Genau. Die für teures Geld zu kaufen sind. Ja. Oh Mann. Kannst du ein Autogramm haben von dir? Ja, legst du auf und wir rufen dich nochmal an, Dominik. Okay, alles klar, danke. Tschüss. Jo, tschüss. Jo. Dave, 28. Hallo, Dave. Hi, hallo? Hallo? Eigentlich müsste jetzt hier Dave sein. Ich höre aber überhaupt nichts. Dann ist Dave offensichtlich nicht da, oder? Hallo? Nee. Dann nehme ich doch mal hier die Eva. Eva ist 41 Jahre alt. Hallo Eva. Hallo Domian. Ja, grüße dich. Dein Thema. Ich habe vorhin den Rest mitgekriegt von dem sexuellen Missbrauch an Kindern von Kindern. Ja. Und das ist ein Thema, das mich seit Jahren beschäftigt, weil meine Tochter davon betroffen war. Mhm. Wie waren da die Altersverhältnisse und Altersunterschiede? Sie war 6 und er war zwischen 11 und 12. Mhm. Und was ist genau da passiert? Ich kann das kurz berichten, ich will da jetzt nicht so ausführlich reingehen. Auf jeden Fall
Er hat ihr in den Mund gepinkelt und hat mit Messer und Schere in die Innenseiten vom Oberschenkel eingeritzt. Mhm. Und mir geht es eigentlich jetzt darum, warum ich das erzählen möchte, weil mich das Thema absolut wütend macht. Ja. In der Beziehung, dass die Täter besser behandelt werden, in Anführungsstrichen, mehr Hilfe bekommen als das Opfer. Mhm. Was ist denn in dem Fall, von dem du jetzt beschreibst, berichtet hast, mit diesem 11-jährigen Jungen passiert? Gar nichts. Gar nichts? Nein, also das ist jetzt untertrieben. Es gab ein Gespräch zwischen Jugendamt, mir und den Eltern. Mhm. Die Eltern haben das als Kinderspiel dargestellt, haben wohl eine Familientherapie in Anführungsstrichen aufgebrummt bekommen. Mhm. Ich hatte mich dann direkt an die Beratungsstelle, nachdem das passiert war, gewandt, worauf die dann meinten, ich sollte erstmal abwarten, was passiert, wie sich mein Kind verhält. Mhm. Und ich habe dann auch nach, ich sag mal, ungefähr ein halbes Jahr abgewartet. In meinem Kind bildet sich absolute Aggression, sie ist nicht rausgegangen, gar nichts. Mhm. Und da ich der einzigste Vertrauenspartner für sie war, hat sich über Jahre auch dann Aggression gebildet. Mhm. Hat sich Therapien bekommen von der Beratungsstelle, aber so ganz hat sich das nie, sage ich mal, richtig. Aber das ist dann doch gemacht worden. Das heißt, die Beratungsstelle hat Therapien ja, auch für ja, dein Kind ja, organisiert. Ja, ne? Ja aber ja, immerhin, ne? Immerhin. Ja, gut, aber das heißt, man hat ja diese Ungerechtigkeit, mein Kind befindet sich seit 3 Monaten in der psychiatrischen Heilklinik. Und du meinst, dass der Auslöser und dass es damit ganz eng zusammenhängt? Ja. Ist für dich ganz klar? Ja. Ich meine, da spielen hinterher spätere Faktoren damit, sie konnte keine Freundschaften richtig bilden, etc. wurde nicht zu Kindergeburtstagen eingeladen, also hat nie richtig Kontakt zu anderen Kindern großartig bekommen. Wie lange liegt dieser Übergriff jetzt zurück? 5 Jahre. 5 Jahre. Und was ist aus dem Jungen geworden ist, hast du das in den letzten Jahren noch ein bisschen irgendwie beobachtet oder hast du ihn aus den Augen verloren? Ich habe ihn nicht aus den Augen verloren. Mhm. Ich habe ihn nicht aus den Augen verloren. Die Härte der Sache war auch, das muss ich dazu sagen, ich habe mein Kind kurz nachdem das passiert ist beim Fußball angemeldet. Mhm. Bei uns. Mhm. So, damit sie sich bewegt und dass Aggression rausgeht. So. Mhm. Ein halbes Jahr ging es gut, dann wurde dieser Junge dort angemeldet und ich hatte wiederum keine Chance. Mhm. Ich musste meine Tochter wieder abmelden, weil sie das überhaupt nicht... Du musstest zurückweichen, obwohl der Täter richtig, war. Richtig, richtig, ja. Mhm. Dann sollte mein Kind eingeschult werden, er war noch dort auf der Schule. Ich habe erst am Einschulungstag erfahren, dass der Junge von der Schule geschmissen wurde. Würde ich gerne noch mal fragen zu der Tat. Du sagst, er hat deinem kleinen Mädchen in den Mund gepinkelt und er hat den Oberschenkel ihr verletzt mit einem Messer, mit einer Schere. Ja. Hat er ihr Geschlechtsteil auch verletzt? Nein. Ist auch zu keiner Vergewaltigung gekommen? Nein. Aber ich denke, das reicht schon. Natürlich, was für eine Frage. Also, natürlich. Ne? Heftige Nein, Gewalt. Nein, aber weil er sich, also derjenige, der da vorhin von gesprochen hat, ich habe ja leider nur den letzten Teil mitgekriegt. Mhm. Es ist halt so. Also, es ist halt so. Es kann nicht sein. Das heißt, dass ihr Eltern, die ihr betroffen seid, da ganz hilflos seid und ihr müsst euch damit abfinden, dass ihr gar keine Handhabe habt, irgendwelche Art. Nein. Mhm. Und du kannst dir sicher vorstellen, was für Gedanken ich in dem Kopf hatte in dem Moment. Mhm. Ja, also das waren richtig schlimme Gedanken. Mhm. Der Junge läuft hier frei rum und es passiert gar nichts. Mhm. Und ich habe mein Kind nicht bei mir. Das Schlimme ist daran, dass man, wie du gerade gesagt hast, auch mit einem Beispiel mit dem Fußballverein, dass man dann nur die einzige Chance hat zu sagen, okay, dann ziehe ich mich zurück. Oder ich ziehe sogar um in eine andere Gegend, damit mein Kind mit dem nicht konfrontiert wird. Richtig. Da ist natürlich alles schief und krumm, aber das ist das Einzige, was man tun kann, ne, um das Kind zu schützen. Richtig. Und das kann es nicht sein. Also umso interessanter und wichtiger, dass auch diese Thematik veröffentlicht wird und in die Öffentlichkeit kommt. Und auch wir hier in dieser Sendung haben wir noch nie darüber gesprochen über sowas oder ganz für sehr lange Zeit. Nein, man bekommt irgendwann von der Staatsanwaltschaft ein Schreiben, dass ihnen das alles furchtbar leid tut, ja. Mhm. Aber dadurch, dass das Kind noch nicht straffähig ist, das Kind soll bestimmt nicht ins Gefängnis, nein. Aber sprich, richtige Therapien oder die Kinder werden doch auch so bestraft, wenn unsere Kinder irgendwas anstellen. Mhm.
Ja, wir müssen mit den Konsequenzen daraus leben. Ja, sehe ich auch so, sehe ich genauso. Also irgendwas muss geschehen. Ich kann nicht einfach nur daran vorbeigehen, egal ob das jetzt ein Ausländerkind ist oder ein deutsches Kind. Ja. Also wir plädieren, wir halten nochmal fest, wir plädieren nicht dafür, dass die Minderjährigen, dass die Kinder in ein Gefängnis kommen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man mit denen etwas unternimmt, ne, damit die wieder auf die richtige Bahn kommen und dass so etwas sich nicht wiederholt vor allen Dingen. Ja gut, er hat ja dann diese Familientherapie wohl gekriegt, ja. Mhm. Aber nein, er soll richtig Strafe kriegen. Mhm. Ja, was ist das? Deine Emotionen sind natürlich jetzt sehr nachvollziehbar. Nun kann man ja auch sagen, vielleicht hat diese Familientherapie durchaus eine Wirkung gehabt und der Junge hat es nie wieder gemacht. Weißt du das? Hat er sich gebessert durch diese Therapie? Nein. Weißt du das? Ja, das weiß ich. Also du weißt dann von anderen Taten, die noch gefolgt sind? Nicht in der Art, nein. Aber ich sehe das Kind oder diesen Jungen jetzt öfters auf der Straße und ich sehe, wie er reagiert und Na gut, ja. hast du natürlich auch eine ganz besondere subjektive Sichtweise. Vielleicht würde das jetzt ein neutraler Mensch auch anders sehen, weil du mit dem Leid deines Kindes so konfrontiert bist und immer daran erinnert worden bist oder wirst. Dein Kind ist jetzt in der Psychiatrie, sagst du? Ja, seit 3 Monaten. Hm. Gibt es Hoffnung, dass sich wieder alles richtet und dass sie gesund wird? Ich sag mal, das hat sich so weitergebildet, als ihr größter Teil ist jetzt die Aggression, die sie in sich hat, mit der sie nicht richtig umgehen kann, und ihr soziales Verhalten, das absolut gestört ist. Zum Schluss war es halt so, dass sie sowas von depressiv war, schon richtig schlimm. Ja. Dann bleibt mir zu wünschen, Eva. Also ich freue mich, dass du durchgekommen bist und dass du auch deinen Fall hast hier schildern können, um dieses Thema noch mehr nach oben zu bringen. Und ich hoffe sehr, sehr, dass deine Kleine wieder richtig gesund wird und dass sie wieder zu dir kommt. Wünsche ich dir wirklich von Herzen. Dankeschön. Alles Gute, Eva. Okay, danke. Auf Wiederhören. So, hier haben wir nochmal den zweiten Versuch mit unserem Dave von vorhin. Hi. Jetzt hörst du mich, Domian? Ja, aber wie? Schlecht? Wo, nee, ist alles wunderbar. Dave, 28, ne? Ja. Mhm. Und was geht's bei dir? Ganz schwere Sache. Meine Freundin ist sehr bulimiekrank. Mhm. Wir sind seit 9 Monaten zusammen und ich habe ein sehr bewegtes Leben gehabt. Wo bist du da? Ich höre so Stimmen im Hintergrund. Na ja, ich war jetzt gerade in der Disco. Ich hatte Ich höre Gejohle im Hintergrund. Nein, das ist nicht wahr. Doch, so ein bisschen da. Irgendwelche. Nein. Lass uns auf den Punkt kommen. Bitte, ja. Ja, also es war so, dass wir vor 9 Monaten zusammengekommen sind und ich habe das erste Mal in meinem Leben gefühlt, dass da ein Mensch für mich ist, für den es wirklich sich lohnt zu kämpfen. Mhm. Ja, dann war es so, nach 3 Monaten habe ich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und das war wohl, dass sie bulimiekrank ist. Ne? Mhm. Hat sie dir das so ganz offen dann auch gestanden? Nein, überhaupt nicht. Ich hab das selber rausgefunden. Ich bin zu ihr, wir waren im Urlaub und irgendwann bin ich zu ihr. Ich habe das vorher schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt mit ihrer Essensgeschichte. Und dann bin ich zu ihr. Und im Urlaub waren wir in Südfrankreich zwischen Cannes und Saint-Tropez. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, hey Schatz, ich weiß, dass irgendwas falsch ist. Mhm. Und ich nehme dich jetzt erstmal in den Arm, habe sie in den Arm genommen. Okay, hat sie es denn irgendwann dann zugegeben? Bitte? Hat sie es dann irgendwann zugegeben? Ja, von mir ja. Von dir ja. Mhm. Ja, das heißt, wie lange ist sie bulimiekrank schon? Können wir alle nicht sagen, weil ich glaube nicht, dass sie mir die Wahrheit gesagt hat. Sie hat einen Löffel verschluckt vor ungefähr 2 Monaten. Wie? Sie hat einen Löffel verschluckt? Ja. Wie? Einen Teelöffel? Ja. Und dann? Sie hat den Löffel genommen, um sich selber zu helfen beim Erbrechen. Weil bei bulimischen Menschen ist es so, dass sie sich den Finger reinstecken und dann ist es so, dass natürlich da Wunden auftreten an deinen Handknochen, wenn du deine... Ja, das ist schon klar. Aber das habe ich noch nie gehört, dass jemand einen Löffel verschluckt. Deshalb. Um besser erbrechen zu können? Ja. Aha. Mhm. Nicht den Löffel verschluckt, um besser erbrechen zu können. Sondern? Sie hat den Löffel benutzt, um erbrechen zu können. Ach so, und hat dabei den aus Versehen verschluckt. Genau, und dann lag ich auf dem Sofa bei mir daheim und habe von nichts geahnt. Und dann kam sie ran, hey Schatz, ich habe einen Löffel verschluckt. Dann sage ich zu ihr, hey, wie, du hast einen Löffel verschluckt? Ja, ich habe einen Löffel verschluckt. Ja. Das begreifst du im ersten Moment gar nicht. Okay, wie ist die Sache dann geregelt? Wann ist sie ins Krankenhaus gekommen? Ich habe sie eingepackt, habe gesagt, beruhig dich, kannst du noch atmen? Mhm. Sie hat gesagt, ja, ich atme ganz normal. Der Löffel war unten. Der war im,
der war im Magen. Wie ist der Löffel wieder rausgekommen? Endoskopie. Ja. Also eine Magenspiegelung, ja. Und dann haben sie ihn rausgeholt. Okay. Aber ich war Tag und Nacht bei ihr. Ein übler Zwischenfall. Aber du weißt nicht zu sagen, wie lange sie ja schon an Bulimie leidet. Also der Arzt hat zu mir gesagt, ihr Magen ist mittlerweile so groß, dass es eine Lüge wäre, wenn sie sagt, sie wäre seit 6 Monaten Bulimie krank. Ja. Ist sie dünn? Mittlerweile nur noch 50 Kilo. Ich habe sie mit 70 Kilo kennengelernt. Ja. Hast du sie gefragt, ob sie irgendwann, offensichtlich hat sie es ja schon länger, wie du es vermutest, gab es irgendwann mal einen Kontakt zu einem Therapeuten? Ich habe alles versucht. Ich habe sie probiert, zu einem Arzt zu bringen. Wir waren auch bei einem Arzt, haben mit ihm geredet. Er hat gesagt, sie soll sich in 3 Monaten oder in 2 Monaten melden, wenn es nicht besser geworden ist. In der Zeit ist es schlimmer geworden. Hey, mit was ist denn das für ein Arzt? Melden Sie sich in 3 bis 4 Monaten, wenn es nicht besser geworden ist, bei jemandem, der bulimisch krank ist? Das Problem ist, du akzeptierst alles. Sie hat mich behandelt wie ein Stück Scheiße. Und das sage ich dir ehrlich, ich bin Wichser genannt worden, Arschloch genannt worden, ich bin alles genannt worden. Von ihr? Ja. Ja. Mhm. Wenn ich gesagt habe, hey, heute essen wir mal nur einen Teller, komm, wir essen mal nur einen Teller heute. Ja, nein, so geht das doch nicht. So kannst du nicht mit einem bulimisch kranken Menschen umgehen. Ja, aber der Therapeut hat zu mir gesagt, akzeptieren Sie es. Ich habe die Krankheit akzeptiert. Ich bin. Ja, aber du kannst sie nicht therapieren. Und du kannst sie nicht zu Dingen bringen, die sie nicht machen will. Aber ich kann ihr Leben leichter machen, indem dass ich sie lieb, indem dass ich sie so akzeptiere, wie sie ist. Das ist schon wahr, aber dadurch wird sie nicht gesund. Ja, okay. Das ist mir ganz gut. Mittlerweile sind wir so weit, dass sie mit mir Schluss gemacht hat, weil, keine Ahnung, weil, also es ist Schluss zwischen uns. Ja, ja. Heute bin ich hingefahren zu ihr und habe gesagt, hey Schatz, ich liebe dich über alles, aber ich kann nicht so weitermachen. Ja. Ich will für dich da sein. Ja, okay, das ist ja auch genau der Punkt. Du kannst einen Suchtkranken, das ist ja eine Sucht, du kannst nicht erzwingen, dass er irgendwo hingeht und dass es ihm besser geht. Derjenige muss es immer selbst von sich aus verstehen und wollen. Man kann ihm helfen, man kann ihm dann sagen, pass auf, ich bereite dir hier einen Weg, aber gehen musst du selbst. Und wenn derjenige das nicht will, stößt du nur auf Aggression. Aber weißt du, was das Problem mittlerweile ist? Nein, ich weiß es nicht. Dass ich genau in der gleichen Scheiße bin. Wie, dass du genau in der gleichen Scheiße bist? Ich habe die Krankheit für mich, ich habe die Krankheit versucht zu übernehmen für sie. Und seit 3 Wochen spucke ich genauso wie sie. Mhm. Wie oft? Mittlerweile, ja, sie spuckt sehr oft. Ich spucke mittlerweile nach jedem dritten Essensgang. Warum tust du das? Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich kann ihr helfen, wenn ich ihr zeige, hey, pass auf. Ja, das ist ja völlig albern. Ja, natürlich ist es aber. Das ist ja völlig albern. Du bist, wie willst du einen Menschen, den du... Ja, so auf keinen Fall. So auf keinen Fall. Ja, das weiß ich selber, Domian. Wie bist du, wie lange ist jetzt Schluss? Offiziell? Ja? Richtig offiziell seit heute, weil ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Mhm. Da will ich mal hoffen, dass das bei dir jetzt nur so ein hilfloses Unterfangen war, ihr zu helfen, dass das für dich jetzt gleich wieder regulierst, dass du nicht auch auf die Schiene kommst. Aber Domian, wenn du einen Menschen hast, den du wirklich... Ich sag ja, ich habe ein bewegtes Leben gehabt und das war der erste Mensch, den ich wirklich gesagt habe, hey, da lohnt sich dafür. Mhm. Und weißt du, das geht ja nicht darum. Es geht ja darum, ich wurde verbal verletzt. Ich war ja ein Hund, Ja, aber dann ist doch ganz vieles eben auch in eurer Beziehung nicht in Ordnung, Dave. Da war nichts falsch. Ich habe hier den Himmel auf Erden. Ja, offensichtlich war sehr viel falsch, sonst wärt ihr jetzt noch zusammen. Eine ganze Menge war da falsch. Was war falsch von mir, ich kann das nicht beurteilen, was da alles falsch war, aber ich habe so das Gefühl, dass du sie sehr auch in eine Ecke hast drängen wollen, mit gutem Willen, ja, aber so funktioniert es eben nicht. Pass auf, jetzt habe ich folgenden Vorschlag, weil die Sendung jetzt gleich vorbei ist. Ja, ich weiß. Leg mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, in der Hoffnung, dass wir dir vielleicht auch noch ein paar konkrete Tipps geben können, wenn du nochmal in Kontakt mit deiner Freundin kommst. Ja, aber Domian. Ja? Was ich nicht verstehe, ist, wenn du einen Menschen, du akzeptierst bei dem Menschen, dass er spucken geht dann und die Therapeuten haben das zu mir gesagt. Ich bitte dich jetzt zu akzeptieren, dass meine Sendung jetzt vorbei ist. Ja, das mache ich auch. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Jo, bis gleich, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Ove Petersen.
Morgen sind wir auch da, am Samstag, mit unserem Promi-Talk um 11:30 am Abend, Samstagabend 11:30 im WDR-Fernsehen. Mein Gast ist Oliver Pocher. Ihr könnt anrufen, ihr könnt euch heute schon anmelden unter domian@wdr.de. Morgen ist eine Stunde vorher, sind die Leitungen mit. Die Sendung beginnt um 11:30 im WDR-Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Tschüss. 2 Uhr, Kiew. In der Ukraine gehen die Demonstrationen wegen der angeblichen Fälschungen bei der Präsidentenwahl weiter.